Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder im Phantasialand. Es ist Wintertraum, es ist Winter und ich habe heute was Besonderes mit euch vor, denn ich möchte heute mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, ihr wisst ja, Freizeitparks sind ja Bereiche, Länder, ja, die euch in eine andere Welt mitnehmen und euch in eine Traumwelt eventuell auch entführen. Und wo kann man das besser als im Phantasialand beim Wintertraum bei vielen Lichtern, vielen Shows, ja, wo das Weihnachtsgefühl halt schon sehr, sehr nah kommt und euch ja auch im Herzen berührt. Und dann nehme ich euch heute hin mit, aber nicht so wie normal, denn ich möchte heute mal was ganz Besonderes machen, möchte damit auch was ausprobieren und da kann ich nicht, oh, Licht geht an, Wahnsinn. Damals schon den ersten Effekt, möchte was ganz Besonderes ausprobieren mit euch, denn da kann ich nicht so bleiben, wie ich bin, sondern werde mal ein bisschen virtueller und das sieht so aus. Zack! So gehen wir heute durch den Park. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schick gemacht. Ich habe mich mal ein bisschen digitalisiert, würde ich sagen. Ja, das ist eine neue Funktion hier vom iPhone. Und so möchte ich mit euch mal den Tag jetzt erleben. Es wird jetzt kein großer Vlog werden, aber mal eine andere Art. Ja? Wir gucken jetzt, was man hier alles so Schönes erleben kann und wie man hier verträumt durch den Park gehen kann. Das ist mir ganz wichtig, denn Freizeitparks, wie gesagt, entführen euch in andere Welten. Und darin nehme ich euch heute mit. Und jetzt kommt das Intro. Und dann geht's los. Ab durch Phantasialand. Also bis gleich. So, da sind wir gerade reingegangen. Schon ein bisschen merkwürdig. Ich filme ja sonst auch nicht mit dem Handy so, ne? Aber ja, heute muss es mal sein. Ja, traumhaft ist übrigens auf jeden Fall hier die neue Deko in China. Falls ich gehe jetzt natürlich nochmal durch den Park durch. Ne? Alle Neuheiten gibt es übrigens in dem Video, was jetzt hier nochmal verlinkt ist. Da bin ich ja durch den Park gegangen, letzte Woche am ersten Tag und habe euch alle schönen Sachen gezeigt. Zum Beispiel auch die Kraniche, die hier hinten drin stehen im Wasser und natürlich auch die neuen Drachen, die es hier in China gibt. Toll sehen die aus, ne? Ja, auf jeden Fall auch hier mit der Musik, auf jeden Fall schon mal mega cool. Und was auch ganz toll ist, finde ich, ist dieser Phönix hier. Guckt euch den mal an. Ist der nicht Hammer? Diese Farben, richtig cool. Richtig toll. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon längst gemerkt, ne, dass es dunkel ist und dass ich nicht seit morgens hier bin, ne? Ich komme von der Arbeit und das ist eigentlich auch so die Zeit, in dem das, der Wintertraum für mich am magischsten, am zauberhaftesten ist. Mit den ganzen Lichtern an, einfach mega herrlich. Und was auf jeden Fall, was ihr auf jeden Fall machen müsst, Taron Klugheim im Dunkeln genießen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann seid ihr selber schuld. Ihr habt ja jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Möglichkeiten. Der Wintertraum ist ja jetzt gerade erst gestartet. Und ich finde Taron im Winter, klar, es ist kalt, aber noch geiler als im Sommer. Warum? Kann ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar hier hinten. Die Lounge-Schrecken werden schön mit Nebel geflutet. Und wenn es dann halt auch noch dunkel ist, ja, und es vielleicht geregnet hat am Tag über, dann ist es auf jeden Fall so, dass durch die Witterungsverhältnisse der ganze Nebel hier im Tal liegen bleibt. Und das macht erstmal Klugheim mega, mega geil. Und im Dunkeln danach ja noch Taron fahren. Wenn das Licht eingeschalten ist und die Lounge-Schrecken mit rotem Licht dann halt noch beleuchtet werden, mega cool. Oh, da kommst du gerade. Also müsst ihr auf jeden Fall mal fahren im Dunkeln. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da habt ihr wirklich was verpasst. Wie gesagt, habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit. Ne? Wintertraum ist ja jetzt erst seit einer Woche, seit ein bisschen mehr als einer Woche am Start. Deswegen habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit bis Mitte Januar. Und packt euch eine Wollmütze ein, ne? Und Handschuhe. Obwohl, die Wollmütze müsst ihr auf Taron ausziehen, aber die Handschuhe dürft ihr behalten, glaube ich. Aber dann fahrt eine Runde. Und dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es dann gefunden habt, weil für mich ist es halt wirklich nochmal so eins drauf. Klar, über Tag kann jeder fahren, aber wenn der Nebel eingeschaltet ist, es dunkel ist. Ich habe sowieso das Gefühl, Achterbahnen im Dunkeln fahren, dass sie halt schneller sind als normal. Schreibt mal so, ob ihr das auch so seht. Ich finde auf jeden Fall, das ist so, weil du halt eine andere Orientierung hast. Ne? Und dann ist es halt so, dass es dir schneller vorkommt als normal. Deswegen ist Temple of the Night auch so schnell. Auch zauberhafte Orte gibt es in Phantasialand natürlich mega viele. Ich bin jetzt hier gerade bei Chiapas. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Weg hier kennt.
Hier können wir raufgehen und ich sehe immer so geschockt aus, ne? Bin ich aber gar nicht. Ich freue mich. Ja, hier können wir auf jeden Fall hochgehen und auch wenn das Phantasien mega geschmückt ist in der Wintersaison, ne? Gibt es halt auch noch so Ecken, die halt so einfach schön wirken. Mit dem Licht an. Und hier sind auch irgendwie nie so viele Leute. Wahrscheinlich, weil hier so viele Stufen sind, keine Ahnung. Oder weil der Weg ein bisschen versteckt ist für den einen oder anderen. Ich finde es hier auf jeden Fall auch immer sehr schön. Besonders auch, weil hier sich auch die eine oder andere Thematisierung dann eingeschlichen hat. Auch zur Weihnachtszeit. Hört mal die Musik. Allein die Musik ist anders wie im Sommer. Keine Glöckchen, hat die Maske wieder tolle Arbeit geleistet, aber ich war auch letztes Jahr schon da. Und zum Beispiel hier oben versteckt sich der Weihnachtslaus. Hallo! Und auf der anderen Seite noch eine Neuheit. Das kleine Schaukelplätzchen. So. Ja, hier gibt es überall viel zu entdecken. Auch wenn wir mal den Blick rüber wagen. Ne? Hier nach Afrika kann man hier von hier sehr gut. Dann seht ihr da auch schon den neuen Löwen. Und irgendwo gibt es dann halt auch noch Giraffen und Zebras und ich bin übrigens an einem Freitag hier und es ist sehr leer. Sehr cool. Letztes Wochenende war echt da ging sehr viel los. So. Ah, jetzt hier einen kleinen Rundgang so ein bisschen, ne? Also, das ist jetzt nicht hier mit allen Leuten durchs Phantasialand latschen. So, wir testen jetzt hier mal diese Funktion. Ah, im Phantasialand aus. Ich finde irgendwie, ich habe so schöne große Augen. Wäre es nun echt immer so. Meine Güte. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Gucken, was es Schönes in Berlin gibt. An magischen Thematisierungsgegenständen und so weiter und so fort. Träumen können auf jeden Fall hier auch in Berlin. Die Eisfläche lädt auf jeden Fall dazu ein, schöne Runden übers Eis zu schlittern, wenn man es dann kann. Der Ben kann es leider nicht. Das wäre sehr lustig. Ich glaube, dann würde ich mich tausendlos auf die Fresse legen. Hier gibt es auch ganz viele Stände mit leckerem Essen von Homestyle-Pommes, Flammlachs, Poffertjes, natürlich auch der Glühwein in tollen Phantasialand-Tassen. Ja? Entweder zum wieder zurückbringen oder zu mir nach Hause nehmen. Koka ist mein Lieblingsdrache, deswegen nehme ich es mit nach Hause oder habe es mit nach Hause genommen. Ja, und am Abend versammeln sich ja hier alle Leute, denn hier gibt es dann nachher die magische Rose, The Magic Rose, Spirit of Light, die Show, die den Abend praktisch dann so wirklich beendet. Mit einer tollen Show auf dem Eis und einem sehr tollen und noch schöneren Feuerwerk. Nein, Moment, beides ist schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwas schöner ist als das andere. Guck mal. Hallo. nein, auf jeden Fall solltet ihr euch das auch angucken. Das solltet ihr nicht verpassen, weil das ist wirklich so das Highlight an jedem Abend. Das Feuerwerk, die Musik, die Show, alles zusammen. Natürlich gibt es auch noch andere tolle Shows hier. Zwei sind übrigens neu. Zum Beispiel auch die Eisshow und die Show im Silverado, ein Weihnachtsmärchen. Dazu aber noch mehr Infos im Neuheiten-Video. Aber hier abends spielt sich dann halt alles ab. Hier können wir noch bei einem leckeren Tässchen Glühwein oder Glühpunsch für die Kinder ohne Alkohol dann mal beisammen sein, ein bisschen sich anmuggeln vielleicht hier auf der Tribüne, ja, und das schöne Spektakel dann verfolgen. Ich gucke immer nach da ist die Kamera. Und ja, dann könnt ihr hier schön den Abend ausklingen lassen. Ich finde es hier immer herrlich. Auch jetzt die Musik, wenn es jetzt gleich noch dunkel wird und die Lichter und der Baum hier circa um 17 Uhr immer anfängt zu funkeln und dann im ganzen Park die Lichter angehen, ist es einfach traumhaft schön hier. Jetzt sind wir mal in Woostown. Also ich entschuldige mich wirklich für die Kameraführung. Es ist kein Bildstab hier drin. Da müssen wir jetzt mit leben. Wer müsste ich meine normale Hackfresse ertragen? ja. Auch hier in Woostown gibt es natürlich sehr viele Lichter, die zum Teil jetzt schon an sind. Es wird echt düster. Es sieht nicht so dunkel aus, wie es in Wirklichkeit ist. Hier gibt es dann tolle Feuer, wo man
Hier gibt es dann tolle Feuer, wo man sich auch wärmen kann. Wo immer Holz nachgelegt wird und immer dieses Feuer. Ah, herrlich, ne? Also wenn ihr keine Weihnachtsstimmung kriegt, dann weiß ich auch nicht. So. Ich gehe jetzt hier nochmal rum. Guck mir hier nochmal ein bisschen so die Lichter an. Auch da hinten, ne? Guck mal, wie schön. Ist das nicht herrlich? Ich finde das schön. Und was man natürlich auch machen kann, das machen wir jetzt einfach mal. Wir können natürlich hier unten rumlaufen, ne? Kann sich aber auch das Ganze von da oben mal ein bisschen genauer angucken. Hier oben kann man auch mal ein bisschen entspannen, ne? Wenn es mal ein bisschen ruhiger zugehen sollte, dann kann man auch mit dem Würmling-Express mal eine Runde fahren. Und es ist natürlich so, dass Phantasialand alle Bereiche bzw. auch alle Attraktionen aufhaben, das wisst ihr wahrscheinlich, bis auf River Quest, was auch, glaube ich, zum Schutz vor euch selber halt nicht geöffnet ist im Sommer. Aber ansonsten ist es wirklich so, ihr könnt alles fahren und das ist halt super. Also ihr könnt eine ruhige Kugel schieben, wie ich das halt auch manchmal mache, einfach mal hier hinkommen, bisschen den Tag genießen, bisschen die Zeit genießen, die Shows genießen, das Essen genießen, die Lichter, die Atmosphäre genießen oder ihr macht einen auf richtig hart und zieht alles durch und fahrt halt einfach alles, was ihr fahren könnt. Wie zum Beispiel auch Chiapas im Winter. Ja, ich schaue mir hier noch ein bisschen schön die Gegend an. Wie gesagt, die Lichter von oben herrlich. Und schaue mir dann oder gehe dann gleich auch nochmal mit euch nochmal nach Mexiko. Denn da gibt es ja auch noch eine Wahnsinnsshow, die jedes Jahr stattfindet. Und zwar Tempo de Fuego, eine Mapping-Show. Und zum Schluss dann halt gepaart noch mit Feuer-Action. Ja, im Becken von Chiapas, wo der letzte Drop halt endet, gibt es dann halt sehr krasse Feuer-Action. Also erstmal die Mapping-Show und danach wird es einem dann richtig schön warm. Auch da könnt ihr halt die Show mit dem Glühwein genießen. Auch das ist sehr, sehr, sehr schön. Und hier könnt ihr dann auch mal den Blick auf Mustang genießen von oben. Sehr herrlich mit den ganzen Lichtern. Ja, aber auch nicht nur vor Weihnachten und an Weihnachten, sondern auch nach Weihnachten könnt ihr hier die Zeit natürlich auch noch nutzen. Und eventuell auch sogar Silvester hier verbringen, denn hier gibt es auch diverse Silvester-Events mit ganz vielen Arrangements, mit unterschiedlichen Shows und oder Partys, wie zum Beispiel hier in Wuhan, da werde ich sein, den Abend genießen. Momentan die Karten auch für 99 Euro, glaube ich, zu haben, den ganzen Tag oder den ganzen Abend frei Getränke trinken, alles was ihr wollt, ist frei. Und das Beste daran, ihr könnt noch die zwei Achterbahnen, die Vinyas, bis nachts fahren und dann könnt ihr über die Menschenmasse, die feiernde Masse oben drüber fahren und ja, ein paar Achterbahnfahrten dann auch noch abends genießen. Ja! Auch am Würmling Express wurde übrigens noch ein bisschen Hand angelegt, habe ich noch gar nicht erwähnt, und zwar hinten, das seht ihr jetzt mal eingeblendet, an den Wagen hat man auch ein bisschen Weihnachtsdekor angepackt, auch sehr, sehr süß. So, meine Fahrt endet jetzt gleich und dann melde ich mich gleich nochmal von unten wieder. Ja! So, auch der Gang hier zwischen Wuhan und Berlin ist mega schön gestaltet, wie jedes Jahr. Diese ganzen Lichter hier oben an der Decke, seht ihr das? Oh, ist das nicht schön? Ich finde das herrlich. Und ja, wenn es regnet, könnt ihr euch hier auch unterstellen. Und es gibt hier das leckere Eis. Das leckere Eis vom Café Himmelreich. Müsst ihr auch mal probieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber ich denke, das kennt jeder, das Eis, der schon mal einfach da sein war, weil es wirklich sehr, sehr, sehr lecker ist. Ach, das ist so herrlich. Guckt euch mal die ganzen Lichter an. So, ja, auch hier sind jetzt die Lichter angegangen in der Zeit, wo ich mit euch da in Wuhan war und da gequatscht habe. Ne? Ist auch der Weihnachtsbaum angegangen. Ne, das ist nicht der Weihnachtsbaum, das ist irgendein Baum, aber nicht der Weihnachtsbaum. Ich gehe einfach mit euch dahin. Und hört ihr das? Die Musik, die Lichter. Oh, da wird einem doch ganz schön warm ums Herz, finde ich. Und hier haben wir jetzt gleich auch den Weihnachtsbaum. Oh, erste Runde auf dem Wellenflug. Und der Tag ist perfekt. Hier, guck mal. Da ist er. Lululululu. Herrlich, richtig schön. Richtig schön. Und das jeden Abend, sondern wie gesagt, jeden Abend hier. Über die Dächer von Berlin, schönes Feuerwerk zur Musik von Imascore. Oh. Wenn ich weiß, wer Imascore ist, kommt zum Phantasialand, hört euch hier die Musik an. Oder guckt euch mal den Trailer an
von der Realverfilmung von König der Löwen. Denn ich muss mal sagen, eine kleine Butze aus Paderborn, ja, hat dafür die Musik abgemischt. So, oh, guck mal, da ist er auch. Der schöne Wellenflug. So, und jetzt geht's aber mal rüber. Zu Chiapas. Ich fange auch schon mit an. Chiapas. Aber in der Zeit, wo ich jetzt darüber laufe, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so toll am Wintertraum findet, beziehungsweise was ihr auf jeden Fall hier machen müsst. Glühwein trinken, weiß ich nicht, irgendwas Besonderes essen, eine besondere Show sehen, irgendwas. Sagt's mir einfach. Und ich kommentiere natürlich wie immer zurück. Ne? Kriegt eine Antwort von mir. Wie immer. So, und jetzt geht's zu Tempo de Fuego. Ein kleiner Tipp, wenn ihr Tempo de Fuego mal von einem anderen Platz aus sehen wollt, den gebe ich euch gleich. Aber hier im Hintergrund seht ihr schon da hinten da das Feuerwerk, was schon natürlich aufgebaut ist für heute Abend. Jeden Tag aufs Neue. Ich bin ja am hinteren Teil von Talukan, also hier hinten ist Talukan, ist das gerade ein bisschen dunkel. Hier kann man aber auch durchgucken und die Leute von hinten beobachten. Hier kann man auch schön nach Mexiko runtergucken. Warum ist er immer mein Mund? Weil es dunkel wird, fängt das jetzt auch an, ein bisschen zu lecken mit dem Mund. Und hier, so, das ist so der Platz hinter Talukan, wo man schön nach unten gucken kann. Und kann man schön nach unten gucken, ja toll. Nee, aber hier im Hintergrund seht ihr ja schon die ganze Wand von Mexiko, wo nachher drauf projiziert wird. Und wo ihr von hier aus einen super Blick habt auf diese ganze Show. Also wenn ihr nicht unten sitzen wollt oder stehen wollt vielmehr, dann könnt ihr auch nach hier oben kommen und euch das von hier oben angucken. Habt ihr mal eine ganz andere Perspektive. Auch der Themenbereich Afrika ist natürlich im Winter einfach nur ein Traum. Hier seht ihr hinten die Felsen, die rot angeleuchtet sind. Die neuen Felsen, die in diesem Jahr dazugekommen sind, beziehungsweise neu, einen neuen Schliff bekommen haben. Das ist aber noch nicht alles, denn wie ihr vielleicht schon im Neuheiten-Video zum Wintertraum 2018 gesehen habt, gibt es hier so ein paar kleine thematische Veränderungen. Und zwar gibt es jetzt Löwen, die ab und an leuchten. Es gibt Giraffen, Zebras und Affen, die ihr hier im kompletten Bereich Afrika findet. Oder eigentlich muss man ja sagen Deep in Africa, so heißt nämlich der Bereich eigentlich richtig. Es ist einfach schön hier zu verweilen und auch den leckeren Reis hier zu essen, finde ich auch immer super. Ich finde den Achterbahn, finde ich super lecker. Allein hier mit den Fackeln, die es hier gibt und so, und das Licht, was sich auch am Lifthill immer ändert, von rot, jetzt ist es gerade blau, richtig, richtig schön. Solltet ihr natürlich auch nicht verpassen, wenn ihr hier in den Park kommt. Ich bin hier nochmal in China. Und jetzt ist hier alles an. Guck mal, wie schön da die neuen Drachen leuchten. Bin ein bisschen traurig, dass der Eisdrachen nicht mehr da ist. Aber das heißt nicht, dass ich das hier nicht feiere. Das ist mega schön. Richtig schön. Schade, dass man von dem einen den Kopf nicht weg, weil der nach oben guckt, sieht man den Kopf nicht so wirklich so richtig. So die ganze Zeit. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Und auch hier, jetzt wo es dunkel ist, guck mal, der Phönix ist auch schön am Strahlen. Wunderschön. Also ich finde halt, wenn es dunkel ist, müsst ihr eigentlich halt komplett nochmal, so mache ich es halt immer, komplett nochmal durchs Phantasialand laufen, weil es dann jeder Bereich nochmal komplett anders ist, wie es über den Tag halt über verteilt war. Und hier seht ihr nochmal den Drachen. Guck, der guckt ein bisschen nach oben, kann man ihn gar nicht in die Augen gucken, aber mega schön. Das Ganze. Der ganze Bereich bzw. das ganze Schloss, was jetzt hier neu ist in diesem Jahr, richtig schön. Die sind hier vorne rumgegangen. Toll. So viel dazu. Also auch China sehr, sehr schön. Im dunklen Kleid, wollen wir mal sagen. So, und jetzt mache ich mich mal auf und gehe nochmal nach Klugheim. Denn in Klugheim, wie gesagt, Taron in der Dunkelheit. Dunkelheit. Ich bin schon richtig evil, ne? In der Dunkelheit ist auf jeden Fall was Besonderes. Deswegen gehe ich da jetzt auch nochmal hin. Das ist genau das, was ich meine. Klugheim im Dunkeln. Was für eine Pracht. Guckt euch das bitte mal an. Die lauen Strecken hier komplett in Rot gehalten mit dem Nebel, der da raus ist. Also es ist noch viel krasser, wenn ihr es fahrt. Hallo. Das ist noch viel krasser, wenn ihr es fahrt. Wenn ihr beim zweiten Lounge dort unten seid, dann habt ihr halt fast nur noch Rot und Nebel.
und seht halt sonst gar nichts mehr. Und allein auch hier, guckt euch mal bitte dieses Licht an. Überall komplett wunderschön gehalten. Und diese Möglichkeit habt ihr einfach nur im Herbst oder halt bei der Winteröffnung, Taron halt im Dunkeln zu fahren und genießen. Und allein das ist schon ein Grund, mal im Winter nachher zu kommen. Auch so ein Karussell kann man sich mal geben im Winter. Schön romantisch, ja. Kann man ja seine Runden fahren. Ich finde das halt auch immer sehr, sehr schön. Hier kann man auch wunderbare Momente drauf haben. Auf jeden Fall. Genauso wie im kompletten Wintertraum. Schreibt einfach mal, was ihr am Wintertraum toll findet und wo ihr eure besonderen traumhaften und zauberhaften Momente hier im Park verbringt. Und was ihr gerne hier macht, was ihr gerne esst, all das unten in die Kommentare. Ich würde sagen, mit diesem Experiment, ja, mit diesem Gesicht hier von mir, machen wir jetzt mal Schluss. Ich entlasse euch. Im nächsten Video bin ich wieder normal zu sehen, hundertprozentig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei YouTube. Gebt ein Däumchen, wenn ihr mal dieses Experiment hier, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Entweder hier aus dem Phantasialand oder aus einem anderen Park oder einer anderen Kirmes oder Weihnachtsmarkt. Oder bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, lasst ein Däumchen da. Das wäre nämlich ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.